Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Let's Play. Let's Play Archibald Abelbrooks Abenteuer. Dieses Spiel hat mich seit meiner Jugend begleitet. Viele kennen es nicht. Viele kennen vielleicht nur die schlechten Kritiken davon und haben sich es gar nicht erst gekauft. Ich finde, die schlechten Kritiken sind zwar irgendwo berechtigt, aber die waren so vernichtend, dass es mir eigentlich für dieses Spiel schon fast leid tat. Aufgrund dessen habe ich es mir als zweites Let's Play ausgesucht. Wir gucken es uns an. Wir schauen, was wir aus dem Ganzen rausholen können. In diesem Intro sieht man ja, wie ein Forscherteam versucht, in die weiten Steppen der Eiswüste Islands einzudringen. Und sie werden später auf einen Vulkan treffen und dort von einem Monster überrascht werden. Ja, in dem Spiel sind wir ein schottischer Bibliothekar, beziehungsweise ein Bibliotheksangestellter, und werden versuchen, mit dem Tagebuch des Island-Expeditionsteams auf die Spur dieser zu kommen und natürlich auch das Monster dort aufzufinden, wo es sich befindet, nämlich in der Mitte des Vulkans. Da schauen sie gerade auf die Karte, krabbeln gleich einmal rein. Das Intro ist gleich vorbei. War schwer, das Ganze aufzunehmen. Aber ich freue mich jetzt schon darauf, es wird ein richtig tolles Let's Play und es wird sehr, sehr lustig werden, glaubt mir. Es wird auch gleich starten mit einer Sprachausgabe. Dieses Spiel hat sowohl Ton als auch Sprachausgabe, war damals schon sehr fortschrittlich, dafür, dass es ein DOS-Spiel war. Und ja, wird lustig, freut euch drauf. Interessant ist doch, dass Nietzsche in seinen Frühwerken niemals das Wort Fast Food erwähnt hat, sodass man darauf schließen kann, dass es damals, Ach, alles Käse, Mann! Hamburger gibt's schon seit Jahrhunderten, das weiß ich ganz sicher. Du bist ein Tölpel, ein Ignorant und Tölpel. Denkst immer nur ans Essen. Eine Schande für die Zunft der Bücherwürmer, ich sag's dir. Nun mach mal halblang, Hieronymus. Du hast doch mit diesem Zeug angefangen. Außerdem gibt's schon bei Kant und Schopenhauer klare Hinweise auf die Stadt Hamburg und... Ha, jetzt bist du platt, was? Ich dachte's mir schon. Oh Gott, oh Gott! Ih, was ist denn? Ich hab's doch gar nicht so gemeint. Hallo? Aber ich wollte doch nur mit euch reden. Ach, es ist ein Jammer. Keiner mag mich. Ich bin sogar noch viel einsamer als dieser Mann da unten an seinem Schreibtisch. User joined your channel.
Applebrook, was zum Teufel machst du da unten am Boden? Ich suche hier unten mein Glück, Chef. Ich bin bloß hingefallen. Gut, also wir sehen, wir können einen Dialog führen. Wir können den Chef natürlich jetzt einfach mal auf die Irre führen. Oder eben verarschen. Das geht auch. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Dies ist der Mauszeiger, mit dem kann ich mich quer darüber bewegen. Natürlich, mit der Tastatur kann man nicht allzu viel machen. Ja, versuchen wir einfach mal eine Antwort zu geben. Ich suche hier unten mein Glück, Chef. Ich suche hier unten mein Glück, Chef. Frech werden, was, du Taugenichts? Mal wieder am Träumen, hm? Nichts als deine fantastischen Geschichten im Kopf, wie? Aber Chef... Papalapap! Du solltest langsam mal vernünftig werden, Applebrook. Und mit deinen Fantastereien aufhören. Aber welche Fantastereien denn, Chef? Ha, gib's auf, Junge. Ich weiß ganz genau, dass du immerzu nach Schatzkarten und alten Lageplänen stöberst. Vergiss es. Sowas findest du nie. Ach, kein Wunder, hier gibt's ja nur Kochbücher und Gesetzestexte. Ha, ganz recht, mein Bester. Also stell dich endlich drauf ein, schmeiß deinen Quatsch über Bord und werd endlich ein anständiger Bibliotheksgehilfe. Nie im Leben, erst sterbe ich. Ja, ja, ist ja gut, Chef. Eines Tages finde ich bestimmt was, Sie werden schon sehen. Wir können ihn natürlich verarschen. Ach, lassen Sie es gut sein. Ja, ja, ist ja gut, Chef. So, und jetzt räumst du den Kram da weg und schreibst wieder deine Listen, verstanden? Ach, das ist ja... Gut, also ihr habt gesehen, direkte Dialoge kann man führen. Man kann sie natürlich mit der Maus anklicken. Nicht die ganze Zeit wird er reden. Nein, oftmals muss ich es auch vorlesen. Da habe ich ja bei Schatten über Riva schon richtig gute Erfahrungen mitgemacht. Zum Beispiel dann, wenn wir etwas untersuchen wollen oder wenn wir etwas mitnehmen. Dann denkt er sich oft seinen Teil und dann wird es eben nicht in der Sprachausgabe stattfinden. Was aber auch nicht schlimm ist, denn... ich finde schön, dass sie es überhaupt reingenommen haben, seine Gedanken. Oftmals ist es einfach nur zum Wegschreien. Es ist total geil. Genießt es einfach, wirklich. Er schreibt jetzt dort seine Listen. Die einzige Freundin, die wir hier, oder den einzigen Kumpel, den wir hier haben, ist nicht unser Chef, nein, sondern eine kleine Spinne, die gerade von links nach rechts auf uns zukrabbelt und es sich gleich auf unserem Schreibtisch gemütlich macht. Mit der können wir wenigstens in der Bibliothek ein bisschen was anfangen. Wir können sie gleich sogar steuern. Wie das Ganze funktionieren wird, werden wir auch gleich sehen. Er schreibt fleißig seine Listen, aber nein, da hat er sie bemerkt. Oh. Viele im Prinzip alberne Soundeffekte, die das Ganze aber ganz süß machen. Hätten nicht unbedingt sein müssen, viele Ladeschwierigkeiten dadurch, dass er die Sprache und die CD andauernd wieder aufholen muss. Aber dennoch, wirklich rund gemacht, genießt es einfach. Sag ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten oder vierten Mal. Ach, wie schön. So, jetzt hat er etwas entdeckt, das Buch, das ihm gerade runtergeflogen ist. 7. September 1907. Das Wetter wird wieder schlechter. Das Wetter, oh. Ja, schlecht zu lesen. Aber wir haben den Vulkan bereits am Horizont gesichtet. Smythie ist sicher, dass es der richtige ist. Jetzt kann es sich nur noch um wenige Tage handeln. Und wir haben das Geheimnis des Fjördenbuchs gelöst. Okay. Mit der Maus können wir jetzt auch zurückgehen, indem wir einfach hier unten hinhalten. Ach Gott, und da steht der Chef schon wieder. Applebrook, was zum Teufel hast du da? Nichts, Chef, nichts, nur ein altes Buch. Oder ein Tagebuch einer alten Expedition, Chef. Wahnsinnig spannend. Ja, wir tun so, als wüssten wir von nichts. Nichts, Chef, nichts. Nur ein altes Buch. Ein altes Buch also? Als ob du jemals freiwillig in irgendeinem alten Buch gelesen hättest. In so einem schon, Chef. Es handelt von einer alten Island-Expedition, die im Jahre 1907, was ich lese, ist ganz allein meine Sache. Ja, irgendwann müssen wir ja mal unseren Mann stehen, dann sagen wir das hier. Was ich lese, ist ganz allein meine Sache.
So, so, dann hab ich dich also wieder erwischt, was? Du suchst mal wieder nach Lageplänen und Schatzkarten. Aber nein, Chef, ich war nur ein bisschen neugierig, oder? Ich schlage vor, Sie lassen mich jetzt in Ruhe. Ja, wir mucken auf jetzt hier. Ich schlage vor, Mann, Sie lassen mich jetzt in Ruhe. Frech werden, was? Pass bloß auf, Applebrook. Und jetzt, her mit dem Buch. Es ist konfisziert. Sowas lenkt dich nur von der Arbeit ab. Aber Chefchen, ich wollte doch nur... Niemals, nur über meine Leiche. Machen wir mal. Niemals, nur über meine Leiche. Das kannst du ganz schnell haben, Büschlein. Also los, her damit. Oh. Das wird ihm noch leid tun. Klappe halten und Listen ausfüllen. Alles klar, Applebrook? Ja, ja. Wahnsinn. Tja, die passende Reaktion darauf. Ach nee, schön. Gut, also wir sind jetzt hier in dieser Bibliothek. Jetzt können wir uns bewegen. Leider nicht mit der Tastatur. Mit der Tastatur können wir nur eine Sache im Moment machen, und zwar auf die Leertaste drücken. Und dann haben wir ein Spinnennetz als Fadenkreuz und können einfach mal dort die Spinne hinbewegen lassen, wo das Spinnennetz ist. Klicken da einfach mal mit links hin. Und schon krabbelt die Spinne dorthin. Nein, wir machen es wieder zurück auf die Leertaste und dann können wir verschiedene Dinge untersuchen, wie zum Beispiel das Bücherregal. Linksklick geht dahin. Mit Rechtsklick können wir es entweder untersuchen oder eben mitnehmen. Wir untersuchen es erstmal. Kochbücher, Gesetzbücher, Schulbücher. Langweiliges Zeug, was soll ich damit? Seht ihr, er nimmt es auch nicht mit, also nur wenn es wirklich wichtig ist, dann sagt er auch, Mensch, ja, wäre vielleicht nützlich, könnte man hierfür und dafür gebrauchen. Ist also wirklich ganz spannend. Ein Schlüssel, den können wir auf jeden Fall gebrauchen, den nehmen wir mit. Ja. So, dann haben wir hier vorne ein hübsches Bild. Theodor Hausemanns weiblicher Akt im Fluge. Manchmal denke ich, ich verstehe es. Ja. So, der Rollschrank. Gucken wir mal, wie wir da rankommen. Weiß ich eigentlich, was da drin ist, oder habe ich es nur verdrängt? Es ist super. Also das Spiel ist so rund, es hat so viel Humor. Eigentlich kann es gar keine schlechten Kritiken ab. Egal, ob die Soundeffekte dämlich sind, ob die Charakter hier total doof gemalt sind oder sonst was. Man muss es einfach lieben, es ist so. Wir benutzen den Schlüssel, jetzt habe ich es gar nicht gezeigt, wie. Wir gehen rauf, mit Linksklick können ihn nehmen. Ne, können wir nicht. Mit Rechtsklick können wir ihn nehmen und dann natürlich an dem Rollschrank ausprobieren. Ja, einmal kurz abdecken, wir wollen deinen Hintern nicht sehen. Das müssen wir nicht. Wir müssen nicht wissen, was die Schotten unter ihrem Rock tragen. Übrigens sind wir mitten in Schottland, einer wunderschönen Bibliothek, in einer wunderschönen Bibliothek, die nur Gesetzestexte und Kochbücher hat, außer ein paar alten Lageplänen. Wir nehmen die Zeitung mit. Ja. Immerhin. Jetzt ist er halb leer. Ja, schön. Dann gehen wir hier einmal zum Ausgang. Dort finden wir auch noch was ganz Besonderes, was ganz Bestimmtes. Und zwar einen alten Karton. Ein Pappkarton. Den müsste ich eines Tages auch mal wegräumen. Ja, machen wir doch gleich mal. Weg damit, den haben wir jetzt auch im Inventar und man kann sogar verschiedene Gegenstände verbinden. Ich weiß nicht, ob das was mit der Farbe zu tun hat, aber wir versuchen es einfach mal. Die Zeitung nehmen wir und verbinden sie mit dem Karton. So, jetzt ist der Karton stabiler. Und diesen stabilen Karton, den können wir jetzt nehmen, Rechtsklick und auf diese Stelle packen. Ja, wer nicht mal mit der Maus so ein bisschen rüber geht und guckt, wo könnte so einiges sein, der wird natürlich nicht finden, was man alles so machen kann. Die Schirme, untersuch doch mal die Schirme. Miss Moneypennys Schirmsammlung. Zurzeit nicht allzu viele da. Die Alarmanlage. Die Alarmtröte. Aus alten NVA-Beständen, soweit ich weiß. Okay, ein Pinörkel. Ein Oller Feuermelder. Ob der noch geht? Das können wir mal ausprobieren. Vielleicht haben wir ja irgendwo ein Feuerzeug. Gehen wir mal zum Chef ins Büro. Da waren wir noch gar nicht drin.
Ja, die ist noch am Leben. Was sagt er denn zur Kuh? Was? Die hat er also auch umgebracht. Genau. Die Zigarettenkiste. Nehmen wir mal welche raus. Das würde ich nicht überleben. Nee, bei dem Chef garantiert nicht. Das Feuerzeug vielleicht nehmen. Oh, da wird er böse. Nein, das können wir uns nicht leisten. Hey, Applebrook, bist du vom Elsen gebissen? Willst du wohl mein Feuerzeug da liegen lassen? Oh, sorry, ich war ganz in Gedanken. Kann ich es mir kurz ausleihen? Ich wollte Ihnen nur Feuer geben, Chefchen. Ja, wir wollten ihm nur Feuer geben. Ich wollte Ihnen nur Feuer geben, Chefchen. Was? Du willst mir Feuer geben? Habe ich etwa eine Zigarre in der Hand? Ich glaube, Applebrook, jetzt geht's langsam zu Ende mit dir. Ja, Chef, ich fühle mich auch schon ganz schlecht. Nein, Chefchen, Sie verstehen mich falsch. Ich wollte nur diesen herrlichen Duft Ihrer Zigarren genießen. Ja, wir schleimen uns ein. Hoch? Den herrlichen Duft? Seit wann magst du meine Zigarren, Applebrook? Ich wäre Ihnen sehr verbunden, Chef, wenn Sie mich nicht immer zu duzen würden. die liebte ich schon immer, Chefchen. Nun, eigentlich mag ich sie ja gar nicht. Nein, wir schleimen weiter. Die liebte ich schon immer, Chefchen. Wer es glaubt, wird selig. Außerdem kann ich gar nicht rauchen. Wie du siehst, ist mein Aschenbecher randvoll. Tja. Nun, vielleicht könnte ich ihn ja ausleeren. Sie glauben doch wohl nicht, dass ich ihn jetzt ausleeren gehe, oder? Doch, machen wir. Nun, vielleicht könnte ich ihn ja ausleeren. Ausgezeichnete Idee. Du machst dich, Junge. Ja gut, Chefchen, ich gehe ihn schnell ausleeren, alter Sklaventreiber. Nee, das Erste. Ja gut, Chefchen, ich gehe ihn schnell ausleeren. Gut, Applebrook, ich warte. Ja, Chefchen, bin gleich zurück. Gut, dann nehmen wir den Aschenbecher an uns. Können wir der Spinne eigentlich sagen, dass sie mal da oben an den Schlüssel soll? Ja. Und Archie geht auch gleich hin. Viele sagen, oder ich glaube in dem Spiel wird oft Archie gesagt, wegen Archibald. Aber ich sage Archibald Applebrook, weil mich das in der Kindheit mitverfolgt hat. Von daher wird da auch mein kleiner Archie bleiben. So, nimm schon mal den Schlüssel an dich. Spinne krabbelt gleich wieder weg. Ja, da wird er rot, da wird er rot. Nein, wir wollen es noch nicht wissen. Danke. So, gehen wir mal den Aschenbecher ausleeren. Der Chef hat Lust auf eine Zigarette. Nachdem wir so aufgemuckt haben, müssen wir ja irgendwas tun, um ihn wieder ein wenig zufriedenzustellen. So, da haben wir auch schon einen Mülleimer. Oh weh, der Müll. Ich glaube, ich gehe lieber woanders hin. Mir deucht, hier wartet allzu viel Unerledigtes auf mich. Das kann sein. Aber wir müssen jetzt den Aschenbecher dort ausleeren. Das geht gar nicht anders. Benutzen. Abfallkorb. Genau. Und jetzt kommt die Besonderheit. Die Besonderheit des Tages. Wir nehmen die Spinne und kriechen einfach mal in den Abfallkorb. Tada! Und unsere kleine Freundin sitzt mitten im Abfallkorb. So, was haben wir denn hier alles? Wir haben eine Fischkonserve. Puh, was stinkt dieses Zeug? Das ist das Einzige, was ich an Archibald nicht leiden kann. Dass er immer diesen toten Fisch essen muss. Bananenschale, zu spät. Die Banane ist schon dahin. Oh, Silberpapier. Ein Silberpapier von den Zigarren des Direktors. Und eine Kippe. Puh, ich rieche die stinkenden Zigarren vom Direktor. Hier muss jemand seinen Aschenbecher ausgeleert haben. Mach mal was mit dem Silberpapier. Ja. Sehr schön. Nun gehen wir wieder raus. Wie kommen wir wieder zurück? Bibliothek, genau. Ein Fetzen, den nimmt sich Archie mal. Und wir wollen an unser Buch zurückkommen. Das Buch steckt noch direkt in unserem Schränkchen. Nicht in unserem Schränkchen, nein, im Schränkchen des Chefs. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin und versuchen uns das erstmal rauszuholen. Bevor wir irgendwas weiteres anstellen. Außerdem müssen wir dem Chef seinen Aschenbecher bringen.
Da sind wir wieder. Applebrook, du schon wieder? Was willst du denn zum Teufel? Ja, können wir ihm gleich mal den Aschenbecher geben. Ich wollte nichts Besonderes. Ich wollte nur mal an den Karteischrankschäfchen. Hör mir mit diesem Schäfchen auf, verstanden? Was willst du denn am Karteischrank? Den meidest du doch sonst wie die Pest, Applebrook. Ich wollte ihn nur sauber machen. Ich wollte nach einem bestimmten Buch schauen. Ich wollte nach einem Grammatiklexikon sehen. Ja, bin schon wieder verschwunden, Chef. Ja, ich merke schon, der lässt uns nicht ran. Wir verschwinden einfach wieder. Ja, bin schon wieder verschwunden, Chef. Sprechen wir erstmal mit ihm. Na, Applebrook, hast du deiner einfältigen Seele einen Ruck gegeben und endlich erkannt, wie hier die Klassenverteilung aussieht? Ja, Chef, ich bin ein Nichts und ihr seid ein Gott. Darüber müssen wir irgendwann nochmal ausgiebig diskutieren. Lassen wir das jetzt lieber. Ja, wir schleimen weiter. Ja, Chef, ich bin ein Nichts und ihr seid ein Gott. Schön, dass du das so siehst, Knabe. Wo ist nun mein Aschenbecher? Hier, euer Durchlaucht. Ich neige mein Haupt in den Staub vor dem Glanz eures Antlitz, hoher Meister. Hohoho, wie man übertreiben kann. Du willst dich doch nicht etwa über mich lustig machen, du Schlitzohr. Ich? Aber wo denkt ihr hin, mein Herr und Meister? Desgleichen würde ich mich niemals wagen zu erdreisten, aber Chefchen, Sie kennen mich doch, oder? Habe ich mich jemals gegen Ihre Autorität zu erheben gewagt? Ja, das Zweite klingt nicht ganz so schleimig. Aber Chefchen, Sie kennen mich doch, oder? Habe ich mich jemals gegen Ihre Autorität zu erheben gewagt? Fein, so sei es. Nun denn, dieser hier erscheint mir wohlfeil. Lakai, gib er mir Feuer! Feuer? Soll ich eine güldene Fackel besorgen, Effendi? Oder das Haus anstecken? Oder vielleicht die ganze Stadt? Das Feuerzeug genügt, Applebrook. Ja, Euer Heiligkeit. Möge diese Flamme euren hehren Weg noch mehr erleuchten. Oho. Das hört sich an, als wenn er gleich ein ganzes Lagerfeuer macht in dem Büro. Ja, und da pafft der Alte seine Zigarre. Ein Kreis, ein Viereck, ein Dreieck. Ob er auch so ein Schiff hinbekommt wie Gandalf? Wohl nicht. Schön, schön. Er hat jetzt heimlich das Feuerzeug eingesteckt. Das kommt uns zugute, denn jetzt können wir unseren Plan in die Tat umsetzen, nämlich das Buch wieder aus dem Karteischrank zu befreien. Lauf los, Archie. Und das geht nur mit ein paar Mitteln, die man natürlich vorher zusammengesammelt und hingestapelt haben muss. Auch wenn man das alles später macht oder in einer anderen Reihenfolge, ist es gar kein Problem. Wir versuchen mal, die Tür zu öffnen. Abgeschlossen. Das Komische ist, dass der Schlüssel, den wir für unseren Zeitungsschrank hatten, auch hier funktioniert. Wahrscheinlich hat alles denselben Schlüssel, bis auf der Karteischrank. So, eine Sicherung. Ein ekliges Geräusch, mal ganz ehrlich. Aber offensichtlich funktioniert sie noch. Du komm, steh wieder auf. Noch ganz benommen. Die nehmen wir raus. Dann verbinden wir das Stück, was wir gefunden haben, Silberpapier. Mit der Sicherung, gefährlich, nicht zur Nachahmung empfohlen. Ja, das sollte man sich auch beherzigen, dass man das nicht macht. Benutzen und ab ins Loch.
Einmal richtig schön reingedreht. Ja, okay. Das haben wir abgeschlossen und jetzt geht's los. Mal sehen, was der Chef dazu sagt, wenn wir die Alarmanlage wieder zum Laufen gebracht haben. Wir benutzen einfach das Feuerzeug und halten es an den Pinörkel. Einmal umgucken. Er guckt wie so ein Fisch. Also ehrlich, Archie. Archibald Applebrook. Und es geht los. Die Alarmanlage, sie läuft. Die Musik verändert sich. Und da kommt der Chef. Ah! Und weg ist der Chef. Hihi. Sehr schön. Jetzt können wir in Ruhe an den Karteischrank. Können unser Buch wieder rausholen. Achso, wir müssen ja auch den Schlüssel benutzen. Einmal öffnen. Ja. Ich meine, insofern hat der Chef ja nicht ganz unrecht, ne? So ein Schlitzohr hier. Ah, da. Was haben wir denn hier? Eintrag. Letzter Eintrag. Erster Eintrag. Sieh an, Professor Rugglesby hat das Buch. Der wohnt doch im alten Leuchtturm. Er wurde angemahnt und hat das Buch nicht zurückgebracht. Na bitte, jetzt weiß ich Bescheid. Da haben irgendwelche Leute mal das Buch ausgeliehen. Nicht mehr zu entziffern. Gut, gehen wir zurück. Was auch immer jetzt passiert ist, es sieht so aus, als wenn das Buch weg ist, als ob sich das jemand ausgeliehen hat. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ist auch egal. Reden wir mal mit dem Chef. Zum Teufel, Applebrook! Warst du das etwa? Ich? Was denn, Chefchen? Da hat irgendwer am Sicherungskasten der Alarmanlage rumgefuscht. Echt? Am Alarmkasten der Sicherungsanlage? Echt? Am Sicherungsalarm der Kastenanlage? Oder am Anlagenalarm der Kastensicherung? Nein, geil, ehrlich. Machen wir irgendeins, ist ja egal. Echt? Am Anlagenalarm der Kastensicherung? Applebrook, verarsch mich nicht. Ich bin geladen wie ein Maschinengewehr. Aber Chefchen, ich war das nicht, ehrlich. Ich kenne mich nicht mit Versicherungen gar nicht aus. Aber was denken Sie von mir, Boss? Ich weiß gar nicht, was das ist. Eine Kastensicherung. Ich kenne nur Runde. So geil. Egal, was wir nehmen. Saugeil, wirklich. Aber Chefchen, ich war es nicht, ehrlich. Ich kenne mich mit Versicherungen gar nicht aus. Oh Mann, ich glaube, du bist viel zu dumm, um überhaupt zu kapieren, was passiert ist, oder? Ja, ganz bestimmt, Chefchen. Sie haben wie immer recht. Ich bin eigentlich meist ziemlich schlau, wissen Sie? Ja, wir setzen noch einen oben drauf. Ich bin eigentlich meist ziemlich schlau, wissen Sie? Oh je, ich geb's auf, Applebrook. Setz dich am besten wieder an deine Listen und stirb dumm. Ja, Chef, wie Sie meinen. Ich will aber noch nicht sterben. Ich will aber noch nicht sterben. Das darf nicht wahr sein. Chef, so ich hätte da eine Idee. Oh, jetzt. So? Na, und? Was ist das für eine Idee? Nun, ich dachte, vielleicht könnte ich beim Bäcker Kaffee und Kuchen holen. Kaffee und Kuchen? Was sind das schon wieder für Ideen, Applebrook? Ich dachte nur, weil Sie so einen schweren Tag hatten. Ich hatte doch letztes Jahr Geburtstag, wissen Sie? Ich wollte mich nur dankbar erweisen. Ja, das mit dem schweren Tag. Ich dachte nur, weil Sie so einen schweren Tag hatten. Naja, so ganz unrichtig ist das ja nicht, was? An was hattest du denn gedacht, Applebrook?
Nun, kolumbianischer Hochlandkaffee und eine Sahne-Eistorte mit Erdbeersorbet und frischen Früchten vielleicht. Ein Tässchen italienischer Mokka und dazu eine venezianische Trüffeltorte mit Bonbon-Vanillestückchen. Oh, das klingt auch lecker. Krieg ich jetzt gerade Hunger? Aber ich habe ja noch ein Stück Kuchen im Kühlschrank. Ein Tässchen italienischer Mokka und dazu eine venezianische Trüffeltorte mit Bourbon-Vanillestückchen? Hm? Genug, Applebrew, genug. Du hast mich überzeugt. Obwohl ich allein vorm Zuhören schon 3 Pfund zunehme. Ja, geht mir genauso. Eile hinfort und wage dich nicht eher unter meine Augen, als bis du dieses Backwerk und das Bohnengebräu aufgetrieben hast. Verstanden? Jawohl, Euer Gnaden. Ich bin schon weg. Sehr schön. Also wir machen uns jetzt auf den Weg. Ich denke mal nicht zum Bäcker, sondern dorthin, wo dieser Professor Rucklesby wohnen soll, im alten Leuchtturm. Und den Weg dorthin, beziehungsweise den Leuchtturm selbst, den sehen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Ansehen. Und bevor ich hier rausgehe, speichere ich ab. Denn bis nachher.